Wald und Welt. Der Bregenzer Wald Podcast. Anstrengend ist es, ja, das kann ich dir sagen. Am Anfang ist es schwierig zu lernen, weil es ist ein ganz anderer Sport, so hat gar nichts zu tun mit Alpinski. Aber diese Beweglichkeit, nicht nur von der Bindung, sondern von der Körper auch, im Gelände wie Surfen und in der Piste wie Motorradfahren. Weil man fährt immer mit dem Knie, man berührt die Piste mit beiden Knien. Und dieses Gefühl ist brutal beim Skifahren mit der Telemark im Tiefschnee. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald Podcast. Was bewegt einen Spanier und eine Spanierin dazu, im Bregenzer Wald zu leben? Nun, fragt man Elsa Esteban Fernandez und Juan José Lapuerta, sind das zum einen die Profession im Bereich der Seilbahnen, zum anderen aber vor allem die Liebe zu den schneeverhangenen Bergen und die damit verbundene Leidenschaft für eine der ältesten und wahrscheinlich puristischsten Skitechniken, dem Telemarken. Zita Bereuter hat sich mit den beiden in ihrer Wahlgemeinde Andelsbuch getroffen und gefragt, was das Faszinierende an dieser Skitechnik ist, welche Herausforderungen das Leben im Bregenzer Wald für die beiden gebracht hat und warum sie hier gar nicht mehr weg wollen. Dass Elsa und Juan José im Bregenzer Wald angekommen sind, merkt man jedoch nicht nur, wenn man sie auf der Skipiste sieht, sondern kann man, wenn man jetzt ganz genau hinhört, auch an der einen oder anderen Formulierung im Bregenzer Wälder Dialekt hören. Welche das sind und wie man sie so gekonnt einsetzt wie die beiden, erklärt uns dann, wie immer, Philipp Link im Wälderwörterbuch. Wir sitzen hier jetzt im Bregenzer Wald in Andelsbuch in einem wunderschönen Einfamilienhaus, in dem hauptsächlich Spanisch gesprochen wird. Hola, Juan José Lapuerta y Elsa Esteban Fernández. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Ja, eben, ich würde jetzt voll gern weiter Spanisch reden, aber dann wird das ein sehr kurzes Gespräch. Spanisch ist aber eure Muttersprache. Ihr kommt aus Spanien. Woher genau? Ich komme aus Andalusien, aus Cazorla, ein Dorf nördlich von Granada, wo der Sierra Nevada liegt. Es ist ein Berggebiet, ein Naturschutzgebiet sogar, und Elsa. Ich komme aus Asturias und das ist ganz Norden, zwischen Galicia und Baskenland ungefähr. Und es liegt am mittlerweile Meer und Berge und ganz anders als Andalusien. Aber was ihr beide hattet in eurer Heimat, sind Berge, so wirklich? Auch, ja. Ja, so ich bin ein Wälder in Spanien. Ein Wälder in Spanien, aha. Sehr gut. Ja. Trotzdem interessiert mich, wie ihr aus euren Bergen in Spanien hierher in den Bregenzer Wald gekommen seid. Warum seid ihr hierher gezogen? Weil ich habe Bauingenieurwesen studiert. Als Vertiefung habe ich Seilbahnen studiert. In Spanien aber? In Spanien. Ein Jahr habe ich in Graz studiert, sogar. Und ich habe als Kind Deutsch gelernt. Und dann war dieses Jahr in Graz war sehr schön. Dann bin ich zurück nach Spanien, um mein Studium fertig zu machen. Und ich wollte eigentlich, wenn ich fertig war, wollte ich bei der Seilbahnbranche arbeiten in Spanien. Und es war ein Zufall, dass der Leiterin von Doppel in Spanien, eine Freundin von uns beide ist. Und ich habe gefragt, ob sie jemanden in Spanien brauchen. Und sie haben gesagt, nein, momentan nicht, aber in Österreich suchen einen Techniker, der Spanisch und Deutsch spricht. Und ja, dann habe ich das Interview gemacht. Wir sind beide hierher gekommen, ein paar Tage zum Skifahren. Und gleich bei dem Interview haben sie gesagt, du passt perfekt hier, also bis bald. Und das war für uns ein bisschen alles zu schnell. Aha. Aber ja, wir haben die Entscheidung getroffen, hierher zu kommen. Wie lange hat es gedauert, bis ihr diese Entscheidung getroffen habt? Uff, das ist aber eine nicht. Stunde? Wirklich? So schnell? Die Entscheidung schon. Ich glaube, ja. Wir waren im Auto. Im Auto Richtung München.
Flughafen. Im Flughafen, dann habe ich den Anruf bekommen, du passt perfekt hier. Dann habe ich Elsa, sollen wir probieren? Ja, für mich war kein Problem, weil ich ein Jahr in Graz studiert habe. Dann, die Sprache ist anders, aber die Leute, es war schon bekannt für mich. Für mich war keine große Entscheidung eigentlich. Aber Elsa, für dich muss es ja viel die größere Entscheidung gewesen sein. Ich meine, er hat ein Jobangebot und du hast dann sagen müssen, okay, ich gehe einfach mit. Oder wie war das für dich? Ja, am Anfang war es, für mich war es schwierig. Es war für mich keine Frage, gleich zu kommen. Ich bin noch 4 oder 5 Monate geblieben in Spanien. Ich habe meine Praxis gehabt, ich habe unterrichtet auf Uni und ich habe einfach meinen Beruf, war alles okay und alles, ja, das war einfach, ich habe Zeit gebraucht, mindestens zu wissen, ob für ihn hier passt. Und wenn ja, dann suchen wir eine Lösung auch für mich. Und was hast du in Spanien gemacht? Ich war Physiotherapeutin und ich habe in meiner Praxis gearbeitet und ich habe auch aus Uni unterrichtet, auch in der Physiotherapieausbildung. Und damals war es für mich, das war mein Beruf und darum habe ich noch ein bisschen Zeit gebraucht. Und wie ist es euch gegangen, wie ihr das erste Mal den Bregenzer Wald gesehen habt? Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Moll. Moll? Man sieht schon, du hast ganz gut so. Wie war das? Ich war, ich glaube, 3 Monate oder 4 Monate und dann habe ich immer 3 Wochen gearbeitet und 1 Woche Urlaub genommen. Und dann bin ich jedes Mal hierher und ab Juni haben wir angefangen, einen Job für mich zu suchen. Und einmal, das war in August 2012, haben wir organisiert mit Michael Ruscher eine Besprechung für mich. Und dann mussten wir mit dem Auto von Wolfurt nach Handelsbuch fahren und das war über Bödele. Und dann war in August am Abend ein ganz typischer sommerlicher Tag und dann sind wir mit dem Auto gefahren und diese scharfe Kurve, wo wirklich den ganzen Bregenzer Wald zu sehen möglich ist. Wir haben sogar eine Pause gemacht, Auto auf einer Seite geparkt und da geblieben. Und dann haben wir gedacht, wenn ich diese Arbeitsstelle kriege, dann müssen wir hier wohnen und nicht in Wolfurt. Also es hat euch der Bregenzer Wald, wie er da so vor euren Füßen lag, sofort gefallen, oder wie? Ja. Gleich, ja. Mhm. Das heißt, du warst erst nur in Wolfurt diese erste Zeit, genau, bei Doppelmayr und dann habt ihr beschlossen, wenn Elsa beim Physiotherapeuten Michael Rüscher einen Job kriegt, dann bleibt sie ja im Bregenzer Wald. So war es. Also eigentlich warst du der Ausschlag, Elsa. Im Bregenzer Wald schon. Ja. Wie ging es euch da mit der Sprache? Hast du auch schon als Kind Deutsch gelernt? Nee, ich konnte kein Wort auf Deutsch, aber ich habe nicht viel gedacht. So, ich bin einfach gekommen und bei der Besprechung bei Michael, das war natürlich eine große Sache, weil Juanjo war auch dabei, weil ich kein Deutsch konnte. Und Michael, dass er, ich glaube, viel Risiko genommen hat damals, hat er gesagt, die Sprache wird schon kommen. Und so war es. Ich bin einfach gekommen ohne Sprache und langsam ist das gekommen. Natürlich mit dem Dialekt war am Anfang ganz, ganz schwierig, weil ich glaube, ohne Deutsch Dialekt geht es nicht. Aber ja, die Leute haben so viel geholfen, dass langsam ist gegangen. Ja. Du hast also gleich als Physiotherapeutin auch angefangen zu arbeiten dann? Ja, wir sind einmal am Freitag gekommen, einmal am Abend sogar. Und am Montag habe ich angefangen zu arbeiten. Also eigentlich wart ihr mit euren Entscheidungen immer recht schnell? Ja, wir waren nicht mehr die Jüngste. Ja, ja. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Eine spontane, aber eine richtige Entscheidung, ja. Habt ihr die Entscheidung schon mal bereut? Ich nicht. Nein. Ihr habt auch 2 Kinder. Sind die dann hier auf die Welt gekommen oder habt... Ja, beide. 2 kleine Wälder. Wie redet ihr dann daheim? Spanisch, Wälderisch oder Dialekt? Nur Spanisch. Nur Spanisch? Ja. Nur Spanisch, weil auf Spanisch kann ich viel besser meine Gefühle oder meine, was ich denke, was ich machen will. Und Deutsch für die Kinder ist kein Problem. Carmen redet super Deutsch, sehr gut, Wälderisch sogar. Und es ist auch interessant, wie sie, wenn sie alleine spielt, dann redet sie nur Deutsch oder viel Deutsch. Mhm. Und gleich, wenn er
Freund kommt, die Kinder, die Nachbarn, dann redet sie automatisch auf Deutsch. Und wir reden auch automatisch. Wenn jemand kommt, reden wir alle automatisch auf Deutsch. Jetzt bei dir kann man vorstellen, im Job war das eine Anforderung, dass du Deutsch und Spanisch kannst. Aber Elsa, bei dir als Physiotherapeutin im Bregenzerwald kann man vorstellen, dass du verdrehst ein bisschen die Augen, dass das am Anfang nicht immer ganz leicht war. Nee, am Anfang habe ich, glaube ich, eine Woche lang auf Englisch gearbeitet. Und dann habe ich natürlich gemerkt, auf Englisch geht es nicht, weil es gibt auch natürlich Leute, die nicht Englisch können und viele alte Leute auch, die in Behandlung sind. Und ja, das hat auch keinen Sinn gehabt, weil ich so weitergemacht hätte, wäre es Deutsch nicht richtig gekommen. Und dann habe ich einfach angefangen zu Hause und mit den Leuten und mit den Freunden und dann ist es einfach gegangen. Aber am Anfang habe ich natürlich mit den Händen und Füßen geredet. Und auch gearbeitet. Ja, immer gearbeitet. Ich habe immer Michael gesagt, ich muss mehrere Stunden kriegen, ich muss einfach mit den Leuten und unter die Leute sein, nicht zu Hause, weil sonst, ja, das wäre ganz schwieriger gewesen. Und hast du auch irgendwo Kurse gemacht? Nee, das war am Anfang geplant, aber war schwierig, weil ich glaube, ich habe 4 Monate lang jeden Tag am Abend Kopfweh gehabt. Wegen der Konzentration, der Sprache, Arbeit, alles neu. Und ich konnte nicht das vorstellen, am Abend extra einen Kurs zu machen. Und am Wochenende wäre es auch nicht möglich gewesen, weil ich war wirklich 4 Monate lang fix und fertig. Und dann habe ich angefangen zu suchen, vielleicht unter die Woche. Aber dann habe ich immer gearbeitet, ab und zu am Vormittag, ab und zu am Nachmittag, ab und zu am Abend. Und dann war es nicht möglich, wirklich in einen Kurs eine Anmeldung zu machen und dann ist einfach die Zeit vorbei und jetzt konnte ich nicht vorstellen, einen Kurs zu machen, obwohl ich das brauche, weil ich konnte nicht sagen, welches Niveau habe ich. Jetzt ist alles gemischt und ja, das passt. Das ist 8 Monate hat sie gebraucht, nur Deutsch zu reden. Wow. Ja. 8 Monate. Aber die ersten 4 Monate konnte ich nur so beruflich reden. Ich konnte nicht eine normale Gespräch haben. Das war alles. Nachher sind andere Themen auch dazugekommen, aber ja, es war interessant. Auf alle Fälle. Ich habe vorher schon mitgekriegt, dass ihr mit den Namen euch unterschiedlich ansprecht. Juan José sagt man eigentlich kaum jemand, sondern man nennt dich Juanjo. Nein, Juanjo, Juancho, Juan. Am Anfang habe ich immer noch, aber jetzt viel weniger Fußball gespielt. In der Altherrenanzug. Und ganz am Anfang haben wir, wie heißt du, wer bist du? Juanjo. Und ich glaube, nur eine von der 20 haben richtig gesagt Juanjo. Alle, José oder Hans oder Hans-Josef. Ich habe, wie gesagt, 8 Cent für ihren Namen hier, ungefähr. Jetzt hat man eh schon so viele Namen im Spanischen und dann kommen die alle auch noch dazu. Ja, genau. Das heißt, du bist bei den Fußballern auch dabei? Ja. Seid ihr in mehreren Vereinen? Ich bin auch ein Tennisverein, sogar Tennislehrer bei der Club in Ansuch. Ich mache Kindertraining. Heuer habe ich angefangen und viele Kinder habe ich, viele. Und Elsa, hast du Zeit für irgendeinen Verein? Nee, Zeit habe ich nicht, aber wir sind eine ganze Familie, wir gehören schon den Tennisverein. Das ist neu, ich habe nie Tennis gespielt und jetzt habe ich angefangen, weil ich einen Lehrer zu Hause habe. Und die Kinder sind sehr gerne bei Tennisplatz. Und dann ja, versuchen wir, Zeit zusammenzubringen und dann ist eine gute Lösung, Tennis. Das heißt, im Sommer ist eure Freizeit mehr auf dem Tennisplatz und im Winter auf den Skipisten eigentlich? Winter Skifahren, klar. Ja, auf jeden Fall. Ihr seid ja beide passionierte Skifahrer auch, oder? Ich schon. Ich kann schon Skifahren, gut, und ich habe auch Spaß. Aber nicht wie Juanjo. Für mich reicht, wenn ich eine Wanderung mache oder mit den Schneeschuhen oder langlaufe. Ich kann ein bisschen flexibler sein mit Schnee. Aber Juanjo braucht das unbedingt, ja. Aber du warst auch die Physiotherapeutin für das spanische Skinationalteam der Damen. Ja, weil ich bin Physiotherapeutin, aber ich habe auch die Ausbildung, die Wissenschaft für Sport studiert. Und deswegen habe ich in das spanische Team gearbeitet. Und dann musste ich Skifahren. Unbedingt. Und ich habe sogar mit Telemark angefangen, wie Juanjo. Er fährt immer mit dem Telemark. Das mache ich sehr gerne. Aber für ihn ist noch wichtiger.
Juanjo, warum Telemark? Was interessiert dich da oder wann hast du damit angefangen? Hier in Österreich. Du hast hier erst angefangen? Ich habe das schon in Spanien einmal probiert, in der Sierra Nevada. Aber das hat mich am Anfang nicht interessiert, obwohl es sehr schön ist zum Anschauen, oder? Das war der Grund, so ich probiere es. Und in Graz, wenn ich dieses Studium in Graz gemacht habe, damals gab es eine Möglichkeit, eine Woche lang in ein Skigebiet einen Kurs zu machen mit der Uni, oder? Da habe ich es gemacht. Einfach, ja, ich habe es schon probiert, aber ich möchte es lernen. Seit dieser Woche habe ich nur Telemark gefahren. Ich habe die Telemark-Ausrüstung gekauft für Piste und für Skitouren. Und wie gesagt, seitdem fahre ich nur Telemark. Und es ist mein lieblingster Sport eigentlich. Was ist das Faszinierende am Telemark? An Telemarken. Ich glaube, dass diese Beweglichkeit von der Bindungen, dass du viel mehr Beweglichkeit hast. Am Anfang ist es schwierig zu lernen, weil es ist ein ganz anderer Sport, so hat gar nichts zu tun mit Alpinski. Aber diese Beweglichkeit und nicht nur von der Bindungen, sondern von der Körper auch die verschiedenen Bewegungen, das gefällt mir gut, ist anders, ja. Man muss jetzt dazu sagen, dass du, während du das jetzt erzählt hast, nicht ruhig auf deinem Stuhl gesessen bist, sondern immer dieses in die Knie gehen mitgemacht hast eigentlich. Also das ist so eine ganz Körperbewegung, die man einfach in sich hat. Ich liebe es, ja. Wie geht's dir dann, wenn es zum ersten Mal schneit im Winter? Ist das immer ein besonderer Tag? Ja. Ja, für mich ist schon, ich gehe runter in den Keller und ich präpariere schon die Ski, obwohl vielleicht 2 Monate oder 1,5 Monate noch braucht. Also du bist immer schon sehr früh bereit? Immer, ja. Ich habe dich immer bereit, ja, ja. Du bist immer bereit, diese erste Tag. So, wo ich geboren bin, in Cazorla, im Winter ist es sehr kalt. Und in Granada auch, wo wir uns kennengelernt haben, in der Stadt, weil es liegt in der Füße von der Gebirge von Sierra Nevada. Und im Winter ist es sehr kalt, so kalt wie hier, aber ohne Schnee. Wie unterscheidet sich denn der Winter? Gibt es da auch einen Unterschied? Ja, es ist anders wie hier, ein bisschen. Vor allem von den Schneebedingungen. Schnee bleibt, zum Beispiel wenn es schneit, Schnee bleibt frisch einen Tag. Der nächste Tag ist hart wie Holz. Aber sonst ist es wirklich in der Nacht kalt und auf dem Berg gibt es auch viel Schnee natürlich. Es sind über 3000. Ja, sonst in Nevada, Pisten liegen auf 3300 Meter und da gibt es jedes Jahr viel Schnee. Was ist dann das Besondere für dich, wenn du hier im Brinkzer Wald Ski fährst? Und wo fährst du überhaupt? Ja, hier vielleicht gibt es mehr Tiefschneetage. Was ich mag hier ist, dass man sehr nah viele Skigebiete hat. So wie es in Andersbuch und jetzt mit Kindern oder alleine, ich kann entscheiden, heute bleibe ich auf der Niedere eine Weile und dann gehe ich wieder nach Hause zum Mittagessen. Oder es gibt viel Schnee, dann fahre ich nach Mella oder nach Wart und dann fahre ich den ganzen Tag. Je nach Schneebedingungen oder je nach Wetter. Jetzt mit Kindern ist anders. Jetzt fahre ich fast immer nur am Vormittag bis Mittag und alleine und dann komme ich nach Hause und am Nachmittag vielleicht mit Carmen und Pedro auf der Niedere oder in Schetterek. Ja, das ist unser Standard im Winter. Für dich ist natürlich beim Skifahren immer auch noch der besondere Reiz, dann, wenn man mit den Liften rauffährt, weil ja Seilbahnen dein Beruf, deine Leidenschaft auch sind. Ja, das waren die zwei Gründe eigentlich, hierher zu kommen. Seilbahnen und Berge. Schnee. Voll auf deine Kosten hier. Genau. Juanjo, dieses Telemark-Fahren, das schaut wahnsinnig anstrengend auch aus. Warum machst du das gern? Also was löst diese Begeisterung aus in dir? Anstrengend ist es, ja, das kann ich dir sagen. Und mit der Zeit merke ich, dass ich den Winter mehr vorbereiten muss für Telemark. Aber es ist einfach schön, tief zu fahren mit diesen Haltungen und mit offenen Windungen ist
anders. Aber muss man da schon gut Skifahren können, damit das irgendwie Sinn macht? Oder was muss man können, damit man telemarken kann? Die Technik ist anders wie Alpinski, klar. Ja, ja. So, das muss man lernen, auf jeden Fall. Und wie lange muss man da üben, bis man halbwegs irgendwie einen Hang runterfahren kann? Ich habe 2 Tage gebraucht in diesem Kurs, den ich in Graz gemacht habe. Du warst aber früher auch Skilehrer, muss man vielleicht auch jetzt dazu sagen, oder? Ja, ich war auch ab und zu Skilehrer in der Sierra Nevada, ja. Elsa, du warst auch Skilehrerin, oder? Mit Kindern, nur mit kleinen Kindern, ja, und kleine Gruppen. Und jetzt aber du sagst, in 2 Tagen hast du das gelernt und die anderen in diesem Kurs, haben die das auch so schnell gekonnt? Na, nicht alle, na. Ich kann mich noch erinnern, ein Deutscher hat 4 Tage, 5 Tage gebraucht. Und er hat diese 4, 5 Tage nur Schnee gegessen. Ist es vom Körperlichen her auch anstrengender wie alpines Skifahren? Ja, viel anstrengender, ja. Man muss immer mit auf dem Knie gehen und das ist sehr anstrengend für die Oberschenkel. Das muss man ein Mindestfitness haben, oder? Wenn man Telemark macht. Also man macht sehr, sehr viele Kniebeugen. Den ganzen Tag. Mhm. So im Winter. Ich habe 2 Hosen so große für Winter und für Sommer. Im Winter, meine Beine sind nicht doppelt, aber die Oberschenkel sind stärker. Und im Sommer geht wieder ein bisschen zurück. Elsa lacht. Was sagt denn die Physiotherapeutin zum Telemarken? Weitermachen und nachher zu uns kommen. Ist es anstrengender auch? Also hast du mit dem auch mehr zu tun? Natürlich gibt es Leute, die Telemark machen, aber es ist nicht so oft. Und in Behandlung habe ich keine gehabt, aber natürlich ist es viel anstrengender. So körperlich und die Bewegung ist total anders und ja, von der Technik her. Aber es ist so elegant, dass ja, es ist einfach schön zu schauen. Also du siehst es gerne? Ja. Wenn jemand das macht wie Juanjo, das mache schon. Und du hast es auch selber probiert? Ja, ich fahre auch Telemark, aber nicht wie Juanjo. Ich kann hinunterfahren, aber ich fahre auch und ich fahre auch gerne. So von der Körper her, Körpergefühl ist total anders und die Müdigkeit kommt. Und wenn du gerne Sport treibst, musst du am Abend sehr müde sein. Sonst hat es nicht mitgebracht. Es gibt eine schöne Geschichte mit der Ruscha-Brüder, Rudolf und Michael. Michael, der Chef von Elsa. Ich wollte gerade sagen, der eine ist der Arzt von Andelsbuch, genau. Und der andere ist Physiotherapeut. Ja. Und Elsa hat wahrscheinlich Michael gesagt, mein Mann fährt auch Ski, er fährt Telemark. Und dann habe ich ein Angebot von beiden bekommen, du fährst am Wochenende mit uns Tiefschnee. Und ich glaube, war ein bisschen wie eine Prüfung, schauen wir mal, der Spanier. Und sie haben auf der Niedere überall im Geländer steile Hänge und überall gefahren. Und ich bin hinter beide gefahren. Und ich glaube, ich habe bestanden. Der Spanier hat es bestanden, ich glaube auch. Ich glaube schon. Dieser Tag war sehr schön, weil auf der Niedere habe ich nie so viel Schnee gesehen. Und beim Telemarken habe ich in die Knie gefahren und von mir hat man nur meinen Kopf gesehen. Und dieses Gefühl ist brutal beim Skifahren mit der Telemark im Tiefschnee, wenn so viel Tiefschnee ist. Das klingt jetzt für die einen wunderschön und für die anderen wie ein Albtraum, dass man bis zum Kopf im Schnee drinnen ist. Für mich ein Albtraum, total. Aber für Juanjo? Für mich, das würde ich jeden Tag machen. Also es ist wie für dich dann auch so eine Art wie Surfen? Genau. Oder ich sage es auch im Gelände wie Surfen und in der Piste wie Motorradfahren. Weil man fährt immer mit dem Knie. Man berührt die Piste mit beiden Knien. Du hast natürlich auch den großen Vorteil, dass du, wenn du irgendwie verspannt bist, daheim immer eine Physiotherapeutin hast. Darum fahre ich so. Ich habe immer im Kopf, wenn ich irgendetwas habe, dann habe ich eine Lösung zu Hause. Musst du oft einspringen da? Ja. Ab und zu, ja. Ab und zu, ja. Normale Sachen, nicht große Sachen. Ja.
Wer hat Gott sei Dank nicht so viele Unfälle oder Verletzungen gehabt? Nicht, aber natürlich, ja, kann man was machen. Was soll man denn vorab machen? Dann kannst du gleich auch noch einen Tipp geben. Als Vorbereitung, damit dann die Physiotherapeuten danach nicht viel Arbeit haben. Wie bereitet man sich gut vor? Richtig trainieren. Und was ist richtig trainieren? Das ist ganz persönlich. Es gibt keine Rezepte für jeder. Muss man das persönlicher machen. Aber für euch beide ist jedenfalls ganz wichtig und deswegen seid ihr auch gerne im Ringzerwald, dass ihr einfach viel Sport und Bewegung habt immer. Ja. Ja. Sehr wichtig. Jetzt ist es eine Sache, wenn man hierher zieht, weil man es schön findet, weil man hier Urlaub machen will. Eine andere ist, wenn man beschließt, man zieht hierher, man wandert hierher aus. Was waren dann so eure Erwartungen am Anfang, wie ihr hierher gekommen seid? Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ich habe keine gehabt. Ich wollte einfach kommen und ja, für uns war ganz wichtig, dass wir zusammen waren und ich habe keine Erwartung gehabt. Ich habe einfach probiert, ich bin einfach gekommen und hat es funktioniert. Oder? Was meinst du? Ja, am Anfang haben wir einfach wie gewartet, bis ein bisschen Leute kennenzulernen, die Arbeit, dass es gut läuft. Aber mit der Zeit dann haben wir Kinder gehabt und jetzt suchen wir ein Haus oder ein Grundstück zum Bauen. Und dann sind momentan so die Erwartungen haben sich geändert, oder meine ich? Mhm. Was waren dann die großen Herausforderungen? Was war einfach oder was hat euch überrascht, positiv oder auch negativ? Für mich die Herausforderung war, dass Elsa Deutsch sprechen konnte, oder? Und für Elsa war die einzige Herausforderung, oder? Für mich auch als Ehepaar, oder? Du hast gehofft, dass das schnell und gut geht. Ja, so, und da habe ich gewusst, so, yeah. Weil bei Elsa geht alles schnell, ja, ja. Elsa lacht in sich hinein. Was war deine große Herausforderung, Elsa? Was war für mich? Ja, ich liebe meinen Beruf. So, ich arbeite sehr gerne und ich bin unter den Leuten sehr gerne und ich treibe Sport auch sehr gerne. Und dann, ich wollte einfach haben, was ich damals in Spanien gehabt habe. Nicht vielleicht dasselbe, aber in die Richtung, dass in diesem Bereich ich zufrieden bin, oder? Oder sein kann. Und ich habe immer gedacht, ich habe wirklich Glück gehabt, dass ich mit Michael Ruscher getroffen habe und diese Möglichkeit gehabt habe, weil ich arbeite wirklich hier, wie ich damals in Spanien. Und das Team ist super, es funktioniert ganz, ganz gut und für mich das war ganz wichtig. Und ich, wie gesagt, ich liebe meinen Beruf und ich mag das sehr gerne, aber nur wenn ich wirklich die Freiheit habe und diese Team und diese Stimmung und dann, wenn ich fertig bei der Arbeit bin, kann ich Sport treiben. Und das war für mich ganz besonders. Und von Anfang hat es funktioniert. Und darum glaube ich, es ist sofort alles gekommen, wie ich glaube, ich vielleicht im Hintergrund erwartet habe. Aber wirklich eine Erwartung, glaube ich, habe ich nicht gehabt. Ich war einfach flexibel und spontan. Habt ihr das mehr als Zwischenstation gesehen oder als an dem Ort wollen wir bleiben und unser Leben haben und auch alt werden? Das ist einfach mit der Zeit gekommen. Aber wir sind nicht gekommen mit diesem Gedanke, irgendwann kommen wir zurück, das nicht. Das ist von selber fix oder klar geworden, dass wir bleiben. Vielleicht, wenn wir in Pension gehen, machen wir wie die Deutsche oder dass wir nach Spanien auch Urlaub machen, oder? Oder ein Haus dort kaufen. 6 Monate und 6 Monate. Genau. Wer weiß. Gab es für euch auch sowas wie kulturelle Unterschiede oder auch Schwierigkeiten hier im Bregenzer Wald? Oder gibt es die vielleicht immer noch? Für mich glaube ich, es war ein großer Vorteil, dass ich im Bregenzer Wald arbeite und dass ich die ganze Zeit mit unter die Leute bin und war, oder? Dann ist beruflich und persönlich und meine Alters war hier und das hat brutal viel geholfen. Ich glaube, für die Leute ist es wirklich so, sie brauchen ein bisschen Sicherheit und einfach Zeit. Und
weil mir war es schneller, weil ich hier war. Und ich glaube, unsere Integration war ziemlich einfach und schnell über die Kontakte und die Bekannte und die, weil wir sind auch ganz offen. So, wir haben immer viele Sachen mit allem gemacht und einfach nicht zu Hause geblieben. Und das hat auch natürlich geholfen. Aber ich erinnere mich ganz gut. Ich glaube, das war ein Jahr lang, als jemand in die Praxis gekommen ist und in Behandlung bei mir. Es gab immer drei Fragen. Warum bist du gekommen? Was macht dein Mann? Und wie lange bleibt ihr hier? Und diese drei Fragen waren immer wieder dasselbe. Und ich glaube, das war diese Sicherheit, die sie gebraucht haben. Einfach, warum bist du eigentlich hier? Und mit der Zeit haben sie schon gemerkt, dass ja, wir sind auch eine von dir. Gekommen, um zu bleiben. Genau. Sind euch irgendwie so Eigenarten aufgefallen, die die Bringzerwälderinnen oder Bringzerwälder haben? Also gibt es so Sachen, wo ihr euch gedacht habt, das ist so typisch für die Gegend, das haben wir sonst dann nicht so häufig gesehen? Ja, eigentlich merke ich keine großen Unterschiede. Ja, wie gesagt, ich bin ein Wälder in Spanien eigentlich. So, ich bin in den Bergen geboren. Ja, in Süden Spanien ist man, die Leute ist, merkt man schon offener als hier, das schon. Wie gesagt, sie brauchen einfach Zeit, aber danach sie sind total offen und ganz gemütlich und sie haben uns viel, viel geholfen und sie treiben auch viel Sport, oft Sport und das gehört deinem Leben. Oder? Du bist immer unterwegs, du kannst mit den Leuten treffen, Sport zu treiben und nachher noch weitermachen. So was essen, gemütlich oder so. Und das mögen wir auch sehr gerne. Und es ist, dass vielleicht das Wetter anders ist und du bist nicht immer draußen, wie in Spanien zum Beispiel. Und das ist mehr familiär, mehr zu Hause, mehr vielleicht intimer sogar. Aber Sinn ist genau dasselbe. Gibt es irgendwie so Eigenarten aus dem Bringzerwald, wenn du sagst, man ist mehr daheim oder so, wo ihr das Gefühl habt, die haben wir jetzt auch angenommen? Schnaps. Gibt es Dinge, die sich geändert haben in eurem Leben, seit ihr hier im Bringzerwald lebt? Was haben wir geändert? Mehr Käse zu essen. Ich habe da Holzler gekauft. Ja, es ist mir aufgefallen. Er hat nämlich diese typischen Bringzerwälder Holzschuhe an, Hölzler. Ja. Die Lederhose auch, ganz am Anfang, aber nicht viel mehr gebraucht. Aber die Holzler sind super. Die Holzler finde ich eine gute. Obwohl in Nordenschwein, wo Elsa geboren ist, gibt es auch solche Schuhe, Holzschuhe. Mhm. Ja. Aber das habe ich gekauft, weil ich habe die Leute da gesehen, alle mit Holzlern habe ich durch. Ich werde hier wohnen, da sowas brauche ich auch. Dann werde ich ein Foto zu meinen Kollegen in Spanien schicken. Und ja, na, aber da, das habe ich und verwende ich jeden Tag. Wie ist es bei euch daheim mit Essen? Kocht ihr oder esst ihr eher bringzerwälderisch oder eher spanisch? Beides. Ich habe viel gefragt, viele neue Rezepte. Ich habe sogar von den Patienten Bücher gekriegt und wir mischen. Ich probiere immer wieder was, aber natürlich von der spanischen Küche auch. Ja, ich koche beide gerne. Und die Kinder sind auch gewohnt. Und wir haben Glück, dass sie alles essen und wir können sogar ein bisschen experimentieren. Es funktioniert immer. Fühlt sich der Bringzerwald für euch auch wie eine Heimat an? Ja. Jetzt schon, ja. Am Anfang, wie gesagt, am Anfang war nicht schwierig anders, aber jetzt, klar, ja, ja. Und die Kinder auch. Das sehe ich in den Kindern, dass sie von hier sind, oder? Wie beschreibt ihr denn den Bringzerwald euren Freunden oder eurer Familie, eurem Freundeskreis oder eurer Familie in Spanien? Ich glaube, dass wie wir wohnen in diese Einfamilienhäuser, das ist anders wie in Spanien. Und so fühlt man sich mehr in die Natur, oder? Diese Art vom Leben in Einfamilienhäusern, das ist ein großer Unterschied. Weil, wo ich geboren bin,
sie ist ein Dorf, wo alle Häuser zusammen sind, ein kompakt ist, oder? Und hier ist total anders. Und merken unsere Freunde und Familie, wenn sie zum Besuch kommen, boah, das ist sehr schön, wo ihr wohnt, in der Natur, in den Bergen. Und das ist ein großer Unterschied, ja. Und die Sicherheit, oder? Für uns war am Anfang, wir waren ein bisschen sogar schockiert, dass im Winter, wenn dunkel ist, fast keine Lichter gibt. Ja. Und das ist in Spanien, du kannst das nicht, das ist unmöglich. Du kannst nicht in der Nacht ohne Licht einfach spazieren gehen oder Sport treiben, alleine irgendwo, das kannst du nicht. Und hier war, wir haben sogar genossen, eine Runde in der Nacht zu machen mit der Lampe, sogar mit Schnee. Das war ganz besonders am Anfang. Jetzt mittlerweile sind wir gewohnt, aber das ist Lebensqualität. Und mit den Kindern ist es wahnsinnig. Das ist einfach ein großer Vorteil. Habt ihr manchmal sowas wie Heimweh nach Spanien? Heimweh richtig so nicht. So von Leben her, von unserer so beruflich Familie zu Hause, das nicht. Aber natürlich, es ist total anders und viele wichtige Personen sind nicht hier und das vermisst du auch, oder? Aber nicht jeden Tag unsere Alltags, das nicht. Unser Leben hier ist es für mich, wie ich möchte. Ich vermisse ein paar Sachen, ja, das klar. Was sind das für Sachen? Ja, wie Elsa erzählt hat, Familie und Freunde vor allem. Und Essen auch, Fisch. Elsa auch. Elsa nickt. Das schon. Das vermisse ich sehr. Die Fische. Ich mag auch ein paar Tage am Strand zu sein und Fisch essen und wieder zurück in der Stadt. Das vermisse ich. Und auch ein bisschen, wie wir in Spanien uns unternehmen, die Leute. In Spanien ist man den ganzen Tag draußen. Man trifft sich in die Bahn, immer draußen. So. Und das vermisse ich, ja. Hast du es probiert? Geht das im Bregenzerwald? Also hast du es probiert oder denkst du, es geht einfach nicht? Ja, wir versuchen, wie Elsa vorher gesagt hat, wir versuchen mit Freunden immer zu sein oder Sport treiben. Aber das passiert nur, wenn du das machst, oder? In Spanien, das hat auch viel zu tun mit wie die Häuser, wie die verteilt ist. Das sind Einfamilienhäuser, dann bist du zu Hause, hast deinen Garten. In Spanien, du hast keinen Garten. Du musst einfach laufen in der Straße, dann triffst du jemanden oder nicht. Aber das sind viele Faktoren, Wetter, wie man hier wohnt, oder in Häusern, alles zusammen. Wenn ihr irgendwas ändern könntet, ihr hättet einen Wunsch frei, was würdet ihr im Ringzer Wald ändern wollen? Ich nichts. Wirklich? Bregenzer Wald ist so und das mag ich sehr gerne. Und ich mache sehr gerne auch, was ich in Spanien habe, aber das kann man nicht. In Spanien esse ich gerne Paella, aber hier passt nicht zusammen eine Paella, da passt besser kein Spätzle. Jeder hat etwas und dann muss man das auch so genießen, oder? Nee, ich würde nichts ändern. Ich würde ein Bar mit Tapas, wo viele Leute sich treffen können. Am Donnerstag am Abend, wie ich immer gemacht habe. Das hören jetzt vielleicht auch irgendwelche Gastwirte, die sich das überlegen können und dann denken können, gute Idee, das fangen wir an. Also den Wunsch kann man ja vielleicht erfüllen. Die Leute hier kennen wirklich die Tapas. Sie wissen genau, was ist das. Und jedes Mal, dass wir uns treffen, müssen wir Tapas essen. So, Tapas machen und essen. Und ich glaube, das wäre eine gute Option. Und mit Fisch. Tapas mit Fisch. So Sardinen wir nennen es Speto de Sardinas. Dann beenden wir dieses Gespräch jetzt mit einer kulinarischen Vorstellung, wo jeder jetzt und jeder gleich so denkt, boah, ja, das hätte ich jetzt auch gern. Ich bedanke mich für euch, dass ihr uns das alles erzählt habt. Vielen Dank, Elsa Esteban Fernandez und Juan José La Puerta. Danke dir. Und noch eine schöne Zeit im Ringzerwald. Danke.
Ja, und wer beim Interview jetzt ganz genau zugehört hat, hat vielleicht schon zwei typische Eigenarten des Bregenzerwälder Dialekts herausgehört, die sich Juan José und Elsa angeeignet haben. Welche das sind und was sie eigentlich bedeuten, das erzählt uns jetzt Philipp Link im Wälderwörterbuch. Vermeller bis Knöle, Stumpf, Fuße, Lützle, Feen, Schwetter, Hastezell, Schlitzer, Gelungener Hund, Alpen, Hormatmei, das Wälder Wörterbuch. Herzlich willkommen beim Wälderinnen Wörterbuch. Wer beim Sprechen als eingefleischte Bregenzer Wälderin, als eingefleischter Bregenzer Wälder durchgehen möchte, hat eigentlich leichtes Spiel, indem er oder sie folgende beiden Wörter im Sprachgebrauch übernimmt. Das erste Wort, das wir auch bei Elsa gleich zu Beginn des Interviews gehört haben, ist Moll. Es heißt in erster Linie doch. Wenn beispielsweise wer fragt, gehst du heute nicht Telemarker? Gehst du heute nicht Telemark fahren? Wäre die logische Antwort Juan Josés Moll sicher. Doch, sicher, selbstverständlich. Oder kommt wer auf die Idee zu fragen, machst du keinen Käse zum Brot? Magst du keinen Käse zum Brot? Antwortet man im Bregenzerwald zumeist Moll. Oder wenn man das Käsebrot isst und wer fragt, schmeckt's? Kann man immer antworten, Moll, das passt. Moll kann in Kombination mit zwei anderen Wörtern aber auch Ausdruck des Erstaunens oder der Anerkennung sein. Moll du, was dann so viel heißt wie wow, nicht schlecht. Oder als Steigerungsform Mollback. Unglaublich, Wahnsinn. Wem das zu kompliziert ist, aber trotzdem gerne in der Sprache als Bregenzerwald-affin gelten mag, kann auch ganz einfach hinter jedem Satz ein Oder setzen. Es gibt Menschen im Bregenzerwald, die praktisch nach jedem Satz ein Oder anfügen. Oder? Dies kann unter Umständen bei Nicht-Bregenzerwälderinnen zu Verwirrungen führen, da manch Unwissendes gegenüber das Gefühl hat, antworten zu müssen oder nach seiner Meinung gefragt zu werden. Nichts dergleichen ist der Fall. Das Oder ist im Dialekt des Bregenzerwaldes vielmehr zuständig für den Erzählfluss und darf als eigene Bestätigung des Gesagten verstanden werden. Alles klar, oder? Das war die Episode Spanische Spuren im Schnee. Gesprochen haben Michaela Bilgeri, Zita Bereuter, Elsa Esteban Fernandez, Juan José La Puerta und Philipp Link. Sounddesign Richard Eigner. Wald und Welt, der Bregenzerwald Podcast, ist auf Initiative von Bregenzerwald Tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung Friendship Is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald im Bregenzerwald, oder?